Zum Auftakt ihrer Kampagne bekommen die Mayas Besuch von zwei römischen Truppen, vor denen eine freundlich und eine feindlich gesonnen ist. Die grünen Römer im Süden werden sich stetig ausbreiten, aber spielen sonst sehr passiv. Die blauen Römer im Osten werden nach etwa einer Stunde aktiv, ihre Aggression richtet sich aber zunächst mehr gegen ihre Landsleute. Das Gebirge im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Diese Rohstoffe sowie Gold findet ihr auch im Gebirge südlich eurer Siedlung. Wo ihr eure Schwerindustrie errichtet, ist euch überlassen, ich habe jedoch aus Sicherheitsgründen den nördlichen Berg gewählt. Offiziell ist es unsere Aufgabe, einen Priester zu den grünen Römern zu schicken. Das ist jedoch nicht nur völlig unnötig, sondern auch noch zu unserem Nachteil, dadurch, dass dazugehörige eventfeindliche Soldaten gespawnt werden und der blaue Spieler in den Angriff übergeht. Unser Ziel ist einzig und allein die Zerstörung der blauen Siedlung. Es ist dabei auch völlig egal, ob die grünen Römer das Ende des Spiels miterleben. Wie bereits erwähnt, seid ihr eigentlich nie in echter Gefahr. Der blaue Spieler wird zwar nach einer Stunde aktiv, greift aber zunächst den grünen Spieler an. Wenn ihr euch zu diesem Zeitpunkt bereits stark genug fühlt, solltet ihr die grünen Römer unterstützen, da ihr in ihrem Gebiet mit voller Kampfkraft kämpft. In meinem Run hat der blaue Spieler während dieser Kämpfe sein Militär komplett gegen die Wand gefahren, sodass seine Siedlung danach keine echte Herausforderung mehr darstellte. Und so könnt ihr diese Karte gewinnen, ohne je einen großen Tempel gebaut zu haben.